Moin Leute, heute kriegt ihr mal ein kleines Sondervideo, sage ich jetzt mal einfach so groß. Und zwar habe ich mir einen Vertikutierer gekauft bei AgriEuro, der wurde jetzt geliefert. Kam in einer recht großen Verpackung. Wie ich finde, ist das auch alles recht gut eingepackt. Also kann man ja sehen, das ist gut hier gedämmt. Und jetzt wollen wir den hier mal rausholen und bauen wir den mal zusammen. Und schau mal, wie das alles so funktioniert. So sieht das gute Stück hier aus. Müssen wir jetzt nur noch den Griff zusammenbauen. Ja, der Hund mag natürlich die Kamera. Und dann müssen wir da, glaube ich, ein bisschen Öl auffüllen. Hier sind ja auch so Warnungsschilder. Ist da an den Ölschrauben mit dran. Das finde ich ganz, ganz gut gemacht. Das ist natürlich ja auch nur so ein, ich glaube, Longjing Motor oder sowas. Wie die da auch immer heißen. Das ist jetzt hier leider nicht näher genau beschrieben. Hier sind so die ja, Produkte. Das könnt ihr ein bisschen schlecht lesen. Also gefertigt werden die ja sowieso alle hier irgendwie in China oder sowas. Also bei so Geräten unter ein paar tausend Euro braucht man sich keine Gedanken machen, dass das irgendwie mal irgendwie in Deutschland gefertigt wird oder so. Das ist lange nicht mehr so. Und bei diesen günstigen Geräten, ja, man repariert daran natürlich nicht mehr viel. Also ich glaube, ich habe jetzt dafür, ich will sie lügen, aber irgendwie so um die 270, 280 Euro bezahlt. Mit Versand, alles brutto. Da kann man natürlich nichts sagen, ne? Also viel günstiger wird man sowas ja nicht kriegen. Auch hier Starterseil nochmal extra, vorerst in Betriebnahme Öl einfüllen. Also das ist schon ganz gut gemacht. Hier bei dem Modell war mir wichtig, dass hier halt auch ein Sprithahn mit dran ist. Schok sowieso. Und der hat, glaube ich, auch eine Verstellung fürs Gas. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, an der kleinen Fräse habe ich das auch nicht. Aber bei diesem Gerät fand ich es eigentlich ganz interessant, ob man nochmal die Drehzahl ein bisschen verstellen kann. Und gerade auch Schok. Man nimmt es halt doch im Frühjahr, wenn es ja nochmal ein bisschen ja, kühleres Wetter ist, als eine Fräse jetzt im Sommer oder sowas. Und, ja, ich denke, das ist schon das bessere Modell, gerade in dieser günstigen Klasse.
Aber mal schauen, wie der sich zusammenbauen lässt und wie es nachher auch funktioniert. Machen die jetzt einfach mal hier ins untere Loch rein, weil ich bin ja eine kleinere Person und da brauche ich den Bügel nicht ganz so hoch für mich. Und wenn ein Kunden das nachher stört, dann kann man das ja immer noch mal schnell ändern hier. Bin ja auch mal froh, dass das hier wirklich auch 13er Schlüssel weiter auf den Schrauben ist. Oft hast du bei solchen China Sachen ja auch, dass denn die Schlüsselweite irgendwie 12 ist. Also gut, ich kenne das von meinem Kubota-Trecker, da ist das ähnlich, aber ja, schön ist das denn nicht, wenn ich den Schlüssel abbauen würde. So, machen wir die mal fest hier. Dann ist das Unterteil auch schon mal. So, eine Seite.
gut. So, mal gucken, die Leitungen werden hier so raufgelegt. Okay. Ist ja auch schön, dass hier eine Bedienungsanleitung zu ist. Leider ist diese tolle Anleitung aber auch echt nur in Englisch oder Italienisch verfügbar. Aber ich glaube, man hat über das Portal, wenn man da kauft, man hat da so ein Kundenportal, also kann man sich zumindest einrichten, dann steht einem auch eine deutsche Bedienungsanleitung zur Verfügung. Also das ist eigentlich das da ganz angenehm. Ich kann ja, wenn ihr möchtet, den kleinen Vertikutierer kann ich euch ja mal verlinken. Dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Dann immer besser zu sehen, als wenn das einer nur irgendwie ein bisschen mit erzählt, sage ich mal. Ach, wenn er hier nicht gerade rausrutscht. So, du bleibst hier. Gut. So. Weil dann sieht man das halt immer ein bisschen besser. Ist ja auch ganz angenehm. Geht er jetzt raus? Sehr gut. So. So. Ja, ob man diese Klappfunktion nachher wirklich nutzt, weiß ich nicht. Also, ja, grundsätzlich hat man nie Platz, aber naja, bis jetzt irgendwie habe ich das noch nie gebraucht bei keinem Gerät. Also von daher, mal schauen. Wird sich mit der Zeit zeigen, ob man das wirklich so doll nutzt. So, das ist doch schon mal schön. Noch mal nachgeschaut, sind wirklich mal wieder 0,6 Liter. Ich mache das wieder mal schön einfach. So, das zeigt dir jetzt zwar an, also der Motor lief schon mal, das ist gut. Wir testen die ja vorher auch. Dann haben wir hier wieder unseren kleinen Trichter. Ist auch ganz schön. Gehen wir drauf. Dann gab es hierzu auch so eine Flasche. Gleich das passende Öl, das ist hier 15W40. Das hat glaube ich auch ganz normale Freigaben, hier steht jetzt nichts weiter groß drauf. Eine API SJCF Freigabe, also ich denke, das wird hier ein ganz normales Standardöl sein, was wir auch immer haben. Finde ich aber gut, die haben gleich zwei Flaschen mit selber zugeliefert. Dann kann man den ersten Ölwechsel machen. Ich denke, der wird hier wahrscheinlich nach 20 Stunden sein, also relativ früh mal wieder. Aber hier sind genau 0,6 Liter drin, die kann man dann fix hier drinne eingießen. Das schaut nicht. Ja, das ist auch ganz gut, weil viele Leute, die sich vielleicht sowas kaufen, haben ja nicht unbedingt immer auch dann Öl zu Hause. Also wo ich zum Beispiel meine Mulcher gekauft habe, der kam dann an und das war ohne Getriebeöl. Naja gut, dann konnte man auch schnell hier vor Ort zum Händler fahren, hat sich da nochmal Getriebeöl geholt. Dann ging das auch. Aber es ist halt immer schöner, das vorher zu wissen. Gerade wenn man vielleicht so ein Gerät, ja ich sag mal, jetzt schnell im Einsatz haben will oder irgendwas. Dann macht es ja doch ein bisschen einfacher, ne? Aber naja. So, der kann hier wieder raus, der kann hier wieder rein. So.
lässt man auch gleich den Aufkleber ab, dass hier Öl drin ist, dass man das weiß. Das Ganze machen wir hinten auch noch mal so. So. Ist da hier noch mal einer, dass die Maschine nicht befüllt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Hier steht das denn auch gleich mit drauf. Das finde ich immer ganz gut. Wenn sie da schon kein Öl drin haben, dann weiß man wenigstens Bescheid, dass man da ein bisschen aufpassen muss und das halt vorher auffüllen muss. Weil nichts ist schlimmer als eine Mutter ohne Öl zu starten. So, ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. Und zwar hier vorne sieht man unten drin, hat er hier so Messer. Die belüften dann die Grasnarbe, indem sie da ein bisschen durchkratzen. Da kann man natürlich auch die Tiefe einstellen, wie doll man das wirklich braucht. Diese Messer kann man auch neu kaufen, also das sind halt Verschleißteile. Und hier hinten, wo wir jetzt sind, hier kommt dann der Korb vor, dass das, ich sag mal hier Moos, zum Beispiel was drin ist oder abgestorbenes Gras, was so verfilzt ist, das schmeißt er dann gleich hier hinten mit in den Sammelkorb. Dann hat man das in einem Arbeitsgang, die Rasenfläche quasi sauber und ja fürs Frühjahr vorbereitet. Ne? Also im Herbst kann man das natürlich auch nochmal machen. Aber grundsätzlich ist so die Vorgehensweise von diesem Gerät, der kratzt dann hier so auf. Die Welle dreht sich und dann kommt das abgestorbene Material und Moos hinten in den Sammelkorb und man kann das dann entsorgen. So, ist natürlich schon ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr könnt natürlich auch noch was sehen. Wir kontrollieren jetzt noch mal, ob hier auch wirklich Öl ist. Aber das sieht gut aus. Ist genau passend. Schauen wir mal, wie er anspringt. So, irgendwo muss denn hier ein Vergaser. Hier ist ein Benzinhahn. Mal gucken, welcher ist. Taschenlampe, ja. So, das ist Schock, das ist Sprit, Sprit Hans auf ein. Schock ist auch ein. Gut. Dann probieren wir mal, ob er auch kommt. Natürlich nicht so das Wetter, aber mal starten kann man ja. Geben wir ein bisschen Gas dazu. Das funktioniert auch schon mal ganz gut, aber den fett zusammengebaut. Dann kann er jetzt, naja, wenn das Wetter langsam besser wird, jetzt gerade fängt es auch wieder an mit Regnen, aber dann kann der in der nächsten Zeit mal ein bisschen zeigen, was er kann. Können wir es mal ausprobieren. Der soll auch ein bisschen verliehen werden. Ein paar Gärten haben wir damit auch zu machen. Mal schauen, wie er sich denn so schlägt. Bis bald. Ciao.